Vielleicht sollten wir mit Jenkins reden. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Manchmal sterben Marines eben. Der Rest von uns muss trotzdem weitermachen. Wir müssen immer noch den Sender finden. Jawohl, Ma'am. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche, sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Hülle ist ungeschützt. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Ma'am? Sind Sie verwundet, Williams? Ein paar kleinere Schrammen und Verletzungen. Nichts Ernsthaftes. Die anderen hatten nicht so viel Glück. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geth. Die Geth haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe, gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Sie kommen mit uns, Williams. Wir brauchen diesen Sender. Jawohl, Ma'am. Es ist Zeit für eine Revanche. Erzählen Sie mir alles, was Sie über diesen Sender wissen. Sie haben ein paar Ausgrabungen hier gemacht, um die Magnetbahn weiter auszubauen und die Kolonie zu vergrößern. Vor ein paar Monaten dann legten Sie ein paar proteanische Ruinen frei. Und den Sender. Plötzlich war jeder Wissenschaftsexperte der Kolonie daran interessiert.
Zu dem Zeitpunkt wurden wir beauftragt, die Stätte zu sichern. Über den Sender an sich weiß ich nicht viel. Aber ich habe gehört, dass einer der Forscher sagte, dies könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung des Jahrhunderts sein. Erzählen Sie, was direkt vor dem Angriff passiert ist. Vor ein paar Tagen wurden wir von der Hauptkolonie aus nachts losgeschickt, um die Gegend zu sichern. Schien eine Routinepatrouille zu sein, bis die Gate kamen und uns völlig unvorbereitet erwischt haben. Was wissen Sie sonst noch über die Gate? Nur das, woran ich mich aus der Geschichtsstunde früher noch erinnere. Sie sind synthetisch, nicht organische Lebensformen mit einer begrenzten KI, die vor vielen Jahrhunderten von Quarianern erschaffen wurden. Sie waren als billige Arbeitskräfte gedacht, wendeten sich dann aber irgendwann gegen die Quarianer und verjagten sie ins Exil. Danach verschwanden sie einfach hinter dem Perseusnebel. Seitdem hat man nicht mehr viel von ihnen gehört. Los geht's! Der Sender ist am anderen Ende dieses Grabens. Das ist die Grabungsstätte. Der Sender war genau hier. Er muss bewegt worden sein. Von wem? Von einem unserer Leute oder von den Geth? Schwer zu sagen. Vielleicht wissen wir mehr, wenn wir das Forschungscamp erreichen. Glauben Sie, jemand konnte hier lebendig entkommen? Mit viel Glück. Vielleicht verstecken Sie sich im Camp. Es liegt direkt auf dieser Anhöhe, die Rampe da hoch. Kleine Planänderung, Shepard. Vor Ihnen liegt ein kleiner Raumhafen. Ich will mich da mal umsehen. Ich warte dort auf Sie. Offenbar hat es das Camp schwer erwischt. Guter Platz für einen Hinterhalt. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Oh Gott! Sie leben noch! Haben die Geth ihnen angetan? Die Tür. Sie ist verschlossen. Das Sicherheitsschloss ist aktiviert. Menschen, dem Schöpfer sei Dank. Beeilen Sie sich! Machen Sie die Tür zu, bevor Sie zurückkommen!
Was wollen Sie hier? Ich bin Dr. Worn und habe die Ausgrabung hier geleitet. Wir haben uns während des Angriffs im Schuppen versteckt. Sie müssen wegen des Senders hier sein. Glücklicherweise war ich nicht hier. Er wurde heute Morgen zum Raumhafen gebracht. Manuel und ich blieben hier, um beim Abbau des Camps zu helfen. Als der Angriff begann, konnten die Marines sie lange genug zurückhalten, damit wir uns verstecken konnten. Sie gaben ihr Leben, um unseres zu retten. Niemand ist gerettet. Die Ära der Menschen ist zu Ende. Bald schon wird es nur noch Leichen und Ruinen geben. Ist Ihnen hier ein Turianer aufgefallen? Ich habe ihn gesehen. Den Propheten. Anführer der Feinde. Er war hier, vor dem Angriff. Das ist unmöglich. Niles war vor dem Angriff bei uns auf der Normandie. Er kann gar nicht hier gewesen sein. Tut mir leid. Manuel ist immer noch ein wenig neben sich. Wir haben Ihren Turianer nicht gesehen. Seit dem Angriff verstecken wir uns hier drinnen. Können Sie mir etwas über den Sender sagen? Es ist eine Art Datenmodul eines galaxisweiten Kommunikationsnetzwerks. Erstaunlich gut erhalten. Es könnte die größte wissenschaftliche Entdeckung unseres Lebens sein. Wunderbare neue Technologien, bahnbrechende medizinische Fortschritte. Wer weiß schon, welche Geheimnisse er birgt. Wir haben das Herz des Bösen zutage gefördert, das Biest geweckt, die Finsternis entfesselt. Manuel, bitte, das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Williams, bringen Sie uns zum Raumhafen. Sie können es nicht aufhalten. Niemand kann es aufhalten. Die Nacht bricht an. Die Finsternis der Ewigkeit. Psst, Manuel, leg dich hin. Du wirst dich besser fühlen, sobald die Medikamente wirken. Das ist nicht Ihre Mission. Was machen Sie denn hier? Der Rat dachte, Sie könnten hier etwas Hilfe brauchen. Ich hatte nicht damit gerechnet, die Geth hier zu finden. Es sieht übel aus. Keine Sorge. Ich habe hier alles unter Kontrolle. Was ist das da hinten? Ein Schiff. Sehe sich nur die Größe an. Achtung da draußen! Wir sind unbewaffnet und kommen jetzt raus! Ist es sicher? Sind Sie weg? Sie sind jetzt in Sicherheit. Es wird niemandem was passieren. Die Dinger waren überall um den Schuppen herum. Sie hätten uns sicher irgendwann gefunden. Sie haben uns das Leben gerettet. Ich kann es...